Moin, Leute! Heute werden wir uns wieder was ansehen, was unglaublich ist. Und zwar ein Hamsterausbruch Part 2. Wir haben hier tatsächlich Scorpion Maze with Traps, Hamster Police, Pets and Hamster Stories. Das heißt also, wir schauen uns eine weitere Folge von Hamster Stories an und gucken, wie der heutige Hamster wieder mal aus seinem Zuhause ausbricht. Ob er es diesmal schaffen wird, weiß ich nicht, aber wir schauen mal rein. Let's go! Oh mein Gott, okay. Er hat wieder eine Hamsterzelle und ist wieder mal auf dem Weg nach etwas Neuem. Er sucht... Oh! Okay, er hat einen geheimen Schalter gefunden, ne? Mit dem er in eine Röhre reinklettern kann. Oh, Junge! Okay, wir schauen uns das weiter an. Er hat dann hier eine Röhre, wo er durchgeht und er geht dann in einen nächsten Raum. Okay, hier hat er Seile, da muss er durchgehen. Hier kommt überall noch Rauch raus. Oh Gott! Oh, was? Der hat da einfach so Spitzen unten. Oh mein Gott, was? Ich frage mich, kann sich der Hamster da tatsächlich verletzen? Ich bin mir nicht sicher. Es ist wahrscheinlich nur ein halber Zentimeter. Und eigentlich sind es auch keine Spitzen, sondern es ist eigentlich nur Pappe. Aber vielleicht kann er sich da doch tatsächlich vielleicht sogar dran verletzen. Ihr könnt mir gerne eure Sachen, Informationen in die Kommentare schreiben. Okay, da geht er jetzt weiter. Und hier hat er jetzt eine Platte, die nach links und rechts fährt. Oh mein Gott. Los, kleiner Hamsti, du schaffst es. Okay. Alter, voll krass, wie er das gemacht hat. Okay, jetzt geht er da runter über so einen kleinen Weg. Wurde es einen kleinen Snack? Oh Gott, was hat er denn da? Okay, wieder ein Schaschlik-Spieß, der tatsächlich ein... Oh, 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 oh. Komm, du schaffst es, Kleiner. Okay. Oha, voll der schwierige Parcours. Oh, diesmal ist es ein Skorpion. Beim letzten Mal, als wir gesehen haben, gab es dort Spinnen und Schlangen. Doch diesmal schlägt der Skorpion zu. Okay, wir schauen weiter rein. Okay, er muss da dran vorbeikommen. Oh, er hat sich erschrocken, glaube ich. Oh, da kommt schon der Nächste. Oh Gott, er wird schon voll weit nach vorne gebracht. Oh Gott, dieser Parcours ist viel, viel schneller und aufregender. Los, kleiner Hamster, du musst rennen. Oh, 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 da kommt er schnell durch. Okay, was haben wir da? Einen Seilparcours. Oh, oh, das macht er aber ganz grazil. Okay, und drüber ist er. Zack, nach oben. Okay, hier hat er jetzt noch ein paar Barrels, wo er durch muss. Das heißt also, oh Gott, bleibt er jetzt da in der Mitte hängen oder schafft er es raus? Doch, 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 komm schon, Kleiner, du schaffst es. Okay, jetzt muss er durch den Schaschlik-Spieß-Parcours. Der dürfte, glaube ich, leicht sein. Ja, den hat er easy, den hat er easy. Okay, wir gehen durch die Klappe durch. Oh, Tischtennisbälle, das hatten wir auch noch nicht. Mal gucken, wie er da durchkommt. Los, Kleiner, du schaffst es. Okay, er muss sich nur konzentrieren, dann kommt er da durch. Er darf bloß nicht ausrutschen. Du musst nur weiter vorwärts gehen. Du schaffst es, Kleiner. Okay. Es ist, glaube ich, sehr rutschig für ihn auch. Aber er kommt ja sicherlich durch. Ganz easy. Oh, jetzt muss man aufpassen, ne? Hier haben wir wieder das Radioaktivzeichen. Das heißt also, es wird mal wieder... Alter, ist das ein Fidget Spinner? Er hat einfach einen Fidget Spinner genommen und diesen Fidget Spinner zu einer Drehtür umgebaut. Wie cool ist das denn? Alter, er hat einfach einen Fidget Spinner als Drehtür. Richtig, richtig schlau gemacht. Wirklich. Wahnsinn. Okay. Hey, Kleiner, du schaffst es. Okay, mal gucken. Er findet den Weg weiter. Oh, 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 oh. Uiuiui. Okay. Was hat er da? Okay, da hat er eine weitere Röhre. Und hier hat er jetzt... Oh, eine Falltür! Das hätte niemand gedacht. Also ich habe die Falltür auch nicht gesehen. Aber tatsächlich haben wir es hier mit einer Falltür zu tun gehabt, wo er tatsächlich in das Bällebad abgestürzt ist. Oh nein! Der Arme! Das hat niemand gedacht. Okay, wie kommt er jetzt aus dieser Situation wieder raus? Er kämpft sich raus. Er muss jetzt auf der anderen Seite die Seile benutzen, ne, damit er da durchkommt. Du schaffst es, Kleiner. Okay, du musst da... Genau, er geht auf der anderen Seite dann wieder hoch und dann kann er sich durch die Seile wieder nach oben bringen. Hey, klasse. Wow, jetzt geht er hier durch die Ringe durch und da ist wieder eine geschlossene Tür. Jetzt muss er hier wieder durch diese kleinen Waschanlagen. Ich nenne die immer Waschanlagen-Dinger, weil ich die eigentlich nur aus der Autowaschanlage kenne. Okay. Dann haben wir hier einen Drehteller. Ganz easy. Oh, oh, da ist der Po einfach bei ihm stecken geblieben. Da war der Arsch zu dick. Da war der Arsch zu dick. So. Oh, jetzt befindet... Oh nein, jetzt wurde er in den Käfig gesperrt. Jetzt ist er in dem Käfig drin. Okay, was macht man in so einer Situation? Komm schon, Kleiner, du musst überlegen. Ich glaube, er muss wahrscheinlich wieder aufnagen, oder?
Das wird wieder so eine Nagengeschichte. Da kennt er nichts anderes. Aber ich finde es sehr interessant. Der kennt sich da schon aus. Der kann das Ding nagen. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Ist das Gummi? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich gut ist, dass dieser Hamster hier Gummi kauen muss. Könnte auch sein, dass es irgendwie so eine besondere Art von Gummi ist. Aber er kann es tatsächlich, glaube ich, durchbeißen, um aus dem Gefängnis herauszukommen. Oder er presst sich da einfach durch. Aber muss man nochmal gucken, ne? Ich glaube, er beißt es sogar lieber durch. Oh, jetzt hat er einen durchgebissen. Jetzt hat er da auf jeden Fall die Spannung rausgenommen. Easy going. Jetzt macht er den zweiten. Jetzt kommt er da, glaube ich, einfach so durch. Jetzt presst er sich durch. Aha. Okay, klasse. Dann schauen wir mal weiter. Also von den Gummis bin ich nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen. Aber da wartet ja was ganz Besonderes auf den Kleinen. Und zwar ein kleiner Früchteteller mit Nüssen. Oh, was für ein schöner Tag. Hä? Ganz viel Essen hat er sich reglich verdient. Nicht schlecht. Es gibt sogar noch ein zweites Video, wo wir tatsächlich ebenfalls eine Sache mit Among Us-Figuren haben. Ne? Mit, frag mich nicht warum, aber da geht es tatsächlich auch darum, dass er aus einem Gefängnis rauskommen soll. Ja, das heißt also, aber hier ist das Gefängnis diesmal nicht mit Gummis gewesen, ne? Sondern diesmal ist es mit dem ganzen, mit einem Imposter sozusagen zusammen. Und der Hamster muss gegen den Imposter ankommen. Habe ich mir auch noch nicht angesehen, aber es scheint auch sehr interessant aufgebaut zu sein. Sogar mit einer 3D-Animation. Abgefahren, oder? Also, schauen wir mal rein, wie der Hamster das geregelt hat. Also, der geht da durch. Oh, Junge! Los, schnell! Okay. Oh, das ist nochmal ein bisschen krasser gemacht. Da hat er sogar so kleine Spiralen in dieser Autowaschanlage drin. Und er hat tatsächlich diesmal sogar seitlich alles frei. Also nochmal eine ganz andere Art und Weise. Das sieht aus wie so ein 2D-Adventure-Spiel. So ein bisschen wie Jump'n'Run-mäßig so. Voll abgefahren. Die Musik ist auch mega cool. Oh nein, er kommt nicht durch. Komm schon, drüber mit dir. So. Jetzt, oh, ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl, oder? Jetzt ist er, er macht es auch immer sehr gut, weil immer wenn der Hamster dann hier reinkommt, dann hat er immer ein bisschen was zu essen, dass er abgelenkt ist. Und währenddessen er abgelenkt ist, kann er zum Beispiel den Fahrstuhl fahren lassen, ne? Damit der Hamster sich nicht erschreckt und nicht irgendwie rausspringt, währenddessen das Ding fährt. Ist schon eigentlich sehr sorgfältig gemacht. Okay, jetzt geht er auf das nächste Ding drauf und unten sind Schnüre. Mal gucken, was er damit... Oh, was? Heftig, Mann. Checken wir das mal ab, was er jetzt als nächstes tut. Ich glaube, er muss da runter, oder? Muss er da runter? Er könnte aber auch auf die andere Seite gehen. Doch, er geht weiter. Okay. Das nächste Ding aktiviert sich. Lässig. Okay. Da haben wir jetzt wieder die Pappelspirale des Todes. Mal gucken, wie er da durchkommt. Oh Gott. Los, kleiner Hamster, du schaffst es. Oh, 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 oh. Zum ja. Los. Ah, nein. Aber guck mal, da sieht man auch, der hat das eigentlich, glaube ich, ganz cool geregelt. Wenn der den berührt, dann bleibt das direkt stehen, sodass er ihn nicht verletzen kann, oder? Das war doch gerade so. Schau, zack, dann berührt er den, dann bleibt es direkt stehen. Ja, also ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. So, jetzt da runter mit dem Po. Und jetzt geht er hier zu den Doppelkugeln. Das ist, glaube ich, aus... Das hier ist mit diese Doppelkugeln, die sind, glaube ich, aus so einer Saftflasche, aus so einem Deckel so gemacht. Und dann mit zwei Schnüren und dann einfach diese roten Bälle dran. Sehr cool gemacht. Okay, mal gucken, wie er da durchkommt. Geh durch, Kleiner, du schaffst es. Komm schon. Und durch. Nein. Du schaffst es, Mann. Ja. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt muss er nur noch den richtigen Moment erwischen. Da ist er durch. Alles easy. Okay. Da ist das Ding jetzt abgestürzt. Da müssen ihm die Seile helfen, ne? Jetzt muss er versuchen, da weiterzukommen, um den Weg weiter nach unten zu laufen, ne? Ganz entspannt. Jetzt muss er da seitlich runter. Das muss er verstehen. Selbst für mich ein bisschen kompliziert, weil ich habe auch ein Hamsterhirn. Okay. Da hat er sich jetzt unten durchgepresst. Easy going. Durch den Schlangen-Elektro-Parcours. Der nächste Fahrstuhl. Jetzt hat er hier wieder eine Treppe. Was muss er mit dieser Treppe machen? Ich glaube, er muss diese Wand, glaube ich, irgendwie überqueren, ne? Von oben wahrscheinlich. Oder er versucht, es durchzunagen. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Ich glaube sogar, er läuft vielleicht von der Seite aus. Kann das sein? Wie wird er diese Wand überlisten? Mal gucken, wie er das hinkriegt. Also ich denke, er wird es von so seitlich machen. Ja, genau. Oder? Oder doch von oben? Er macht es von oben. Oh, oh, oh. Alter, wie bei der Armee. Wahnsinn. Das ist so gut gemacht. Okay. Und jetzt ab durchs Loch durch. Okay. Was hat er da?
Da kommt, glaube ich, da kommt... Ich glaube, jetzt wird er dieses Bad hier einfach mit diesen Bällen füllen. Oh mein Gott. Nein, es kommen so viele Bälle. Oh mein Gott, er hat ein Bällebad jetzt einfach da drin. Oh, wie süß. Oh, das ist voll cool gemacht, Mann. Na, ja, der freut sich richtig. Guck mal, wie viele Bälle da drin sind. Wahnsinn. Hey, das ist so kreativ gemacht einfach. Mal gucken, wie viele Bälle macht denn der da rein? Stopp! Das sind zu viele Bälle! Er muss jetzt erstmal einen Ausweg hier rausfinden. So, jetzt gräbt er sich natürlich durch. Jetzt muss er überlegen. Jetzt putzt er sich erstmal. Ich glaube, er ist gerade im Überlegungsmodus. Und er kommt da, glaube ich, raus. Die Tür geht auf. Das reicht ihm jetzt mit den ganzen Bällen. Der geht da raus. Oh! Oh mein Gott! Der eine Hamster befreit den anderen. Oh mein Gott, ist das süß, Mann. Oh ja, Mann. Zieh den Hebel. Zieh den Hebel. Hol ihn raus. Juhu. Oh, süß. Die beiden leben jetzt zusammen. Oh, das ist ja super. Juhu. Was? Der Imposter hat keine Chance. Und ich glaube, er wird nun eingesperrt. Tatsächlich. Der Spieß wird umgedreht. Oh no, man. Und das, meine werten Damen und Herren, ist, glaube ich, auch das Ende von dieser Reaction. Sehr, 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 sehr cooler Parcours. Ich bin von diesen Hamster-Videos richtig angetan, weil ich diese Parcours so cool finde. Schreibt mir gerne in eure Kommentare, in unsere Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüssikowski. Ciao.